Montagmorgen. Ich habe hier gerade wieder umgesattelt. Ich muss noch kurz warten. Er hat noch keine Lust, Luft. Die Lust habe ich nicht. Aha. Fahr schon rüber in den Hof. Tanken muss ich auch noch. Lad dort den Pulverisierer ab. Und dann fahre ich nach Ingelheim in ein Pharmaunternehmen. Denk ich dabei. Jetzt 9.40 Uhr. War gerade in Ingelheim. Pharmaunternehmen. Hab mich nicht getraut zu filmen. Gebe ich zu. Jetzt werde ich schnell auf den Hof kommen oder fahren. Auf den Hof kommen. Na, ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall fahre ich schnell nach Hause. Jetzt gehen meine Lampe auf den Dach nicht. Jetzt geht's. Also, hängt eine Dreiachse dran, dann fahre ich nach Glan-Münchweiler und hole dort unseren Dosan für nach Kaiserslautern zurück. Die Walze geladen und nehme ich jetzt mit nach Hause für morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück am Dienstag. Es ist 17:45 Uhr. Hat eine Abfahrtskontrolle gemacht. Die Walze noch geladen. Die Brotdose. da habe ich noch geladen und die geht raus nach Land. Hab die Walze noch geladen und die geht raus nach Dannstadt Schauenheim. Etwas hochheben. Was denn, kommst du rein oder nicht? Oh ja, ich bin schon hinter dir, aber ich bleib hier vorne stehen. Ich lade hier ab.
So, gerade in Kaiserslautern im Rehpark nochmal. Vorne sieht man den Bagger, den ich ja gestern hierher geschafft habe. Und jetzt fahre ich rüber nach Kenn bei Trier. Lade dort eine Mulde, einen TA230. Wir sitzen jetzt hier drin in einer Mulde. So sieht das Ganze aus hier. Lenkrad, die Tür. So, Zündung an. Warten, bis das Teil hier wieder hochfährt. Hochgefahren, drücken wir hier den grünen Knopf und gucki da, die Mühle läuft. Das hier ist der Hebel für den Kipper, der hier, und das ist der Fahrhebel zur Gangwahl. Und oben den Knopf drücken, den Hebel nach vorne, dann hört man schon. Dann geht ein Gang rein. Muss man hier die Feststellbremse lösen? Hat man das gesehen? Hier einfach so. Und jetzt können wir losrollen. Das hier unten, das hier, das ist der LMAA-Knopf. Wenn man den drückt, kann man hier sehen. Ja, ich bin jetzt mit dem Fuß weg. Wenn ich jetzt drauf trete, dann gehen alle Sperren rein. Das heißt, wenn sie im schweren Gelände irgendwo drückt man einfach hier drauf, kann ganz normal weiter Gas geben und dann kann man trotzdem weiterrollen. So, dann kurz warten. Sagt, was immer noch, was der Kollege macht, ist der jetzt fertig. Dann bringt man nach rechts und dann fahre ich mal. Hat jetzt auch Mittagspause, denke ich. 11.56 Uhr. So, wir rollen dann mal raus. Fahren dann vor meinem Tiefbett einmal im Kreis. Dann rückwärts aufs Tiefbett drauf. So, mal gut gucken. Verwackelt. So, jetzt machen wir hier die große Runde. Gucken dann, dass wir rückwärts Richtung mein Bett kommen. Rückwärtsgang, wieder drücken, zurück. Ups, Klang. Der war drin. Normalerweise mache ich mir die Halterungen von meiner Verbreiterungen, wo ich meine Bretter drauf lege, mache ich mir raus, habe ich so etwas Anhaltspunkt. Aber dürfte auch so gehen. Ist etwa 7-8 cm breiter als das Bett. Dürfte passen normalerweise. Wir gucken, weil jetzt die Reifen nass sind, feucht sind, ob sie da hinten hochfährt dann. Über meine Achse.
drücke gerade den LMAA-Knopf. Ketten dran. Spiegel noch ein, Klappen oben und dann ist soweit fertig. So, dann sieht das Ganze von hinten aus. Ne, ich bin nicht zu hoch. Das passt alles. Ich bin bei 3,90 Meter etwa. Der Kante hinten, dass da hinten Dreck drauf liegt, das ist natürlich jetzt wieder suboptimal, ne? Gucken, wie ich da hochkomme. Weil es wird ja während dem Fahren runterfallen. Der Bullen hier. Machen wir die Ketten dran. Gesagt. Und jetzt geht es Richtung Landstuhl zurück. Es ist 20 nach 8. Ich war gerade in Ingelheim wieder.
dem Pharmaunternehmen. Hab dort unseren A29 wieder rausgeholt. In die Freiheit. Ja, der geht jetzt nach Hause auf den Hof.
jetzt hier den linken, den habe ich jetzt hier gerade hergebracht. Moment, Telefon. So, da ist er wieder. Jetzt habe ich, Moment, ich mache gerade mal, mach mal meinen Ständer weg. Sauber. Jetzt habe ich im Moment, habe ich jetzt nichts zu tun. Ich kann erst ab 12 Uhr circa in Kaiserslautern an der, in der Trippstadter Straße einen Bagger holen. Der muss da direkt weg, wenn die Jungs fertig sind dort. So, wir haben 14 Uhr. Ich war die ganze Zeit im Hof. Habe etwas Hofdienst gemacht, ein bisschen Stapler gefahren. Und haut rein.